Oha, Chris, das Internet ist in Gefahr. Da hast du mal wieder ein ganz schönes Brett rausgehauen und jetzt muss auch echt was kommen, weil sonst würde es wahrscheinlich wieder mal Dislikes hageln. Okay, Dislikes hageln wird es wahrscheinlich so oder so, weil wieder mal ein Haufen Leute nicht damit einverstanden sind, was ich hier gleich sagen werde. Aber ich werde auf jeden Fall einige Argumente und Beispiele bringen, warum das Ganze denn tatsächlich so eintreten könnte, wenn sich hier nichts ändert. Ich werde in diesem ganzen Video auf insgesamt drei große Aspekte eingehen und werde auch einige andere Videos von anderen YouTubern ansprechen. Diese Videos werden natürlich auch nochmal verlinkt mit den neuen fancy Infokarten von YouTube. Da könnt ihr dann einfach mal draufklicken und die euch auch nochmal anschauen, falls die euch interessieren. Und ich würde mal sagen, wir fangen auch direkt an, denn ich glaube, viele von euch haben vielleicht schon eine grobe Idee, was ich jetzt hier direkt am Anfang ansprechen werde. Vor einiger Zeit hat nämlich die EU neue Richtlinien für die Telekommunikation festgelegt. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, was das genau heißen soll. Ich denke mal, Richtlinien sollte jedem klar sein und Telekommunikation hat natürlich irgendwas mit Telefonen zu tun. Aber nicht nur das, sondern auch die ganzen Regeln, wie es denn im Internet zugehen soll, was Provider dürfen, was sie nicht dürfen und so weiter und so fort, werden in diesem Regelwerk festgehalten. Ja, ist mal schön und gut, aber was interessiert mich das jetzt, könnten sich jetzt wahrscheinlich einige fragen. In diesem neuen Regelwerk wurde einiges geändert von bisher. Einerseits wurde darin zum Großteil die Abschaffung der Roaming-Gebühren festgehalten, aber andererseits gab es auch einige sehr negative Punkte. Ich denke, viele von euch haben schon mal was von dem Begriff Netzneutralität gehört. Was das Ganze besagt, ist eigentlich nur, dass nun ja alle Datenpakete, die im Internet versendet werden, mit der gleichen Priorität behandelt werden. Und noch ein paar andere Sachen, aber das ist auf jeden Fall der wesentliche Bestandteil. Und diese Netzneutralität wurde in den neuen Kommunikationsregeln zwar noch nicht unbedingt ganz abgeschafft, aber sie wurde auf jeden Fall in einigen Punkten eingeengt und so wurden einige Schlupflöcher gelassen, die Providern künftig erlauben sollten, diese Netzneutralität zu umgehen. Und ich weiß, was jetzt wahrscheinlich einige von euch denken werden, vor einigen Monaten da war doch schon mal sowas. Da doch die Telekom schon mal probiert, ein solches Datenvolumen einzuführen, dass man ab 75 GB gedrosselt wird sozusagen und eben nur 75 GB freies Internetvolumen hat, so wie man es im Prinzip schon von vielen Mobilfunkverträgen kennt. Das Ganze sollte aber nicht alles sein. Die Telekom wollte dann aber künftig mit einigen großen Internet-Services Verträge schließen, die sozusagen diese Services von der Drosselung ausnehmen und dass man dort eben unendlich viel Datenvolumen hat. So könnte man natürlich sagen, jetzt zum Beispiel, wenn du auf YouTube unterwegs bist, wirst du dort nicht gedrosselt, auch wenn du über 75 GB pro Monat verwendest. Ein Video, in dem alles nochmal sehr anschaulich erklärt ist, kam von Alexander Lehmann. Das Ganze ist nochmal hier verlinkt. Das Ganze war unter anderem nicht umsetzbar, eben wegen der Netzneutralität, weil damals die ganzen Rechte für sowas noch geschützt werden. Ihr stellt euch mal vor, die Netzneutralität würde nicht mehr existieren. Da wäre so ein Plan wie von der Telekom damals relativ einfach durchsetzbar. Die Telekom hätte, ich glaube, immer noch ungefähr einem Drittel Marktanteil in Deutschland. Die könnte damit natürlich einiges bewegen und würde wahrscheinlich auch einige andere Anbieter dazu bringen, dass sie so eine Regelung einführen. Im Prinzip würden damit dann Dinge von großen Anbietern wie YouTube oder meinetwegen auch Facebook, eben wenn sie denn bereit sind, mit der Telekom Verträge zu schließen, bevorzugt den anderen Daten gegenüber. Somit hätten zum Beispiel kleine Startup-Unternehmen, die naja nicht unbedingt das Kapital haben, mit der Telekom irgendwelche Verträge zu schließen, es nochmal deutlich schwerer, als sie sowieso schon hätten, sich irgendwie am Markt zu etablieren. Und für die Leute, die das jetzt noch nicht vollends überzeugt hat und die sagen, na, was interessiert mich das? Ich bin sowieso jeden Tag nur auf Facebook, Twitter und YouTube unterwegs. Ich denke zumindest, ein Großteil von euch spielt ab und zu mal auf irgendwelchen Minecraft-Servern. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Server wie den Gomme HD-Server anschaut, der ist zwar schon ganz groß, aber niemals so groß, dass sie so viel Geld zur Verfügung haben, hier irgendwie sich extra Rechte bei der Telekom einzukaufen. Solche Server wie der Gomme HD würden dann eben auch benachteiligt zum Beispiel. Und sowas würde dann natürlich Online-Gaming, naja, zumindest schon mal deutlich schwieriger gestalten. Und mal ganz unter uns, ich weiß nicht, ob es irgendjemandem hier besonders gut gefallen würde, auch unter seinem Festnetzanschluss ein Datenvolumen zu haben, wie man es eben schon von den ganzen Handyverträgen kennt. Aber das Ganze ist eigentlich nur ein Punkt, auf den ich eingehen wollte. Da gibt es noch etwas, was neulich auch so seine Runden gezogen hat, und zwar dieser Skandal, dass die Bild jemanden angezeigt hat, wegen der Nutzung eines Adblock-Tools. Seit einiger Zeit ist es scheinbar auf der Bild-Website nicht mehr möglich, wenn man einen Adblocker verwendet, diese zu nutzen. Es gab es irgendwo so einen YouTuber, der meinte, diese Sperre kann man doch irgendwie umgehen. Und dazu kann ich doch direkt mal ein Tutorial machen, dass es auch andere Leute mitkriegen. An sich ist vollkommen okay, denkt man jetzt vielleicht erstmal, aber die Bild denkt scheinbar nicht so, denn die hat kurz an diesen YouTuber angezeigt und der hat dazu natürlich auch ein Video gemacht und das Ganze hat sich dann ziemlich im Internet verbreitet. Unter anderem hat auch Mr. Trashback das in einer WhatsApp-Feedback-Folge, glaube ich, hieß das, angesprochen. Und in den Kommentaren ist dann natürlich, wie wahrscheinlich erwartet, die große Diskussion über Adblocker losgegangen. Auch ich habe dazu mal meinen Senf dazu gegeben und viele Leute haben mir darauf auch geantwortet. Ich denke, vielen Leuten ist nicht bewusst, dass im Moment schon ungefähr 60%
10% der gesamten Werbung in Deutschland durch Adblocker blockiert wird. Ja, das ist auch überhaupt kein Problem, könnte man jetzt erstmal denken. Man sollte sich vielleicht auch mal fragen, warum schalten die Websites denn überhaupt Werbung? Eigentlich liegt die Lösung direkt auf der Hand, denn sie schalten das, um Geld zu verdienen. Und das nicht umsonst. Der Website wie zum Beispiel YouTube, Facebook, Google, Twitter und eigentlich die meisten Online-Dienste, die wir heutzutage sehr nutzen, finanzieren sich eigentlich relativ ausschließlich über Werbung. Bestes Beispiel dazu ist ja eben Google, was über seinen Suchergebnissen immer verschiedene Anzeigen schaltet. Auch bei YouTube gibt es immer überspringbare Werbeanzeigen. Und obwohl wir schon jahrelang mit diesen Werbeanzeigen im Fernseher gelebt haben, scheint es scheinbar bei YouTube einigen Leuten diese Werbung mächtig auf den Piss zu gehen. Und deswegen schalten jetzt immer mehr Leute einen Adblocker ein. Das heißt, diese Werbung wird im Prinzip einfach abgeschalten. Die logische Schlussfolgerung daraus ist, die Werbeeinnahmen, die YouTube eigentlich bräuchte, um das Portal aufrechtzuerhalten, bleiben aus. Nun müssten sie am besten probieren, irgendwie anders das Geld reinzukriegen. Das Ganze wäre dann höchstwahrscheinlich mit einer Art monatlichen Nutzungsgebühr für das Portal möglich. Jetzt könnte man natürlich spekulieren, ob das schon ein erster Versuch von YouTube ist mit diesem YouTube Red, aber Fakt ist auf jeden Fall, auf allen Seiten, wo man einen Adblock verwendet, könnte man im Prinzip die Aussage stehen lassen, diese Seite soll down gehen, denn ich will nicht, dass sie Geld bekommen, um diese Website aufrechtzuerhalten. Und ich denke, das Einführen solcher Abo-Modelle auf so ziemlich allen anspruchsvolleren Online-Diensten würde wahrscheinlich auch nicht unbedingt jedem passen. Stellt euch mal vor, selbst wenn es nur ungefähr 2 Euro für jeden Online-Dienst wären im Monat, müsste man 2 Euro zahlen, um Twitter zu benutzen, 2 Euro für YouTube, 2 Euro für Google, da vielleicht nochmal 2 Euro für Facebook, 2 Euro für AskFM und so weiter und so fort. Da wären man auf jeden Fall schon mal bei ziemlich was an Geld. Und ich denke, so wäre das auf keinen Fall irgendeine Lösung. Also nochmal zusammengefasst. Wenn es so weitergeht wie jetzt, dann könnte es bald sein, dass irgendwann nicht mehr alle Daten im Internet gleich behandelt werden. So hätten es zum Beispiel Startup-Unternehmen sehr schwierig bis unmöglich, sich überhaupt noch irgendwie am Markt zu etablieren und somit neue Ideen würden immer mehr in den Hintergrund gedrängt werden. Außerdem könnte es sein, dass die bisherigen DSL-Flatrates zu Datentarifen werden und somit eine Drosselung nach einem bestimmten Datenvolumen wie auch bei Handyverträgen eingeführt wird. Und zu guter Letzt könnten auch noch ein Haufen der Online-Dienste, die wir schon kennen, kostenpflichtig werden und man somit sich bei jedem Dienst genauestens überlegen sollte, ob man den denn wirklich nutzen will oder ob man sich das Geld lieber für was anderes aufspart. Und ich denke, so alles in allem könnte man doch tatsächlich sagen, das Internet ist in Gefahr. Nun ja, jetzt könnte man sich natürlich fragen, was kann man da machen? Einerseits natürlich, Adblock ausschalten. Ich selber habe auch noch nie einen Adblocker verwendet, eben genau aus diesem Grund, auch wenn es teilweise ein bisschen nervig ist und man ab und zu ein bisschen Werbung hat. Ich denke, das Risiko, dass irgendwann mal irgendwelche Dienste kostenpflichtig werden, wie zum Beispiel YouTube, die ja bis heute immer noch nur Verlust machen, unter anderem auch, weil so viele Leute Adblock verwenden. Und zum Thema Netzneutralität, da kann man jetzt so selber nicht unbedingt so viel erreichen. Aber immerhin kann man schon mal zum Beispiel auf sozialen Netzwerken darauf aufmerksam machen, dass es denn sowas überhaupt gibt, dass es diese Gefahr der Ungleichbehandlung im Internet denn überhaupt gibt. Und ich denke, die wenigsten wissen überhaupt davon und die wenigsten kriegen das überhaupt mit. Denn auch wenn jetzt dieses neue Gesetz zur Telekommunikation verabschiedet wurde, natürlich lässt sich daran noch irgendwann mal was ändern. Und ich denke, wenn man einfach mal nur genug Leute darauf aufmerksam macht, dann könnte das auch irgendwann mal was werden. Und außerdem natürlich, sobald irgendwelche Provider anfangen, sowas einzuführen, ist man auch nicht gezwungen, solche Verträge zu mieten, bei denen Daten ungleich behandelt werden. Nun ja, ich hoffe mal, ich konnte euch da mal ein bisschen in die Sachen einführen. Und ich hoffe mal, ich konnte das Ganze so ein bisschen verständlich erklären. Wenn ihr nochmal dort oben auf das kleine i dort klickt, dann könnt ihr nochmal alle angesprochenen Videos anschauen. Und ich denke, da könnten auf jeden Fall für einige Leute ziemlich viele interessante Sachen dabei sein. Ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann vergesst auf keinen Fall eine Bewertung dazu lassen. Und wenn ihr auch andere Leute über dieses Thema informieren wollt, dann könnt ihr dieses Video natürlich auch gerne verbreiten. Ansonsten würde ich auch mal sagen, das war's auch erstmal mit diesem Video. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, bleibt schleimig und so und tschüss.